So, da bin ich wieder und jetzt probieren wir ihn erneut weiter. Die Bewegung ist ja zu schwer zu treffen. Oh, was? So viel Schuss eigentlich? Wahnsinn. Treffen. Das ist gerne irgendwelche Brandbomben. Aber ich glaube, die gibt's hier nicht mehr. Ich habe mich ja jetzt schon hier umgeschaut und... Ja. Schade. Och, jetzt spinnt mein Audacity hier rum, ey. Mal ganz ehrlich, Alter. Okay. Scheiße. Und heilen. Ist ja auch schwer zu treffen. Ja. Das geht dann bestimmt gleich wieder auf den Uhrturm. Oder auch nicht. Ach verdammt, er hat mich getroffen. Wie viel hatten der noch? Jetzt mal ohne Spaß. Komm, geh auf den Uhrturm. Jawohl, das war's. Okay, dann mal los. Das war's, du Freak. Nochmal.
Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Jill! Hey, sag doch was! Verdammt! Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Bart sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Spock. Und habe ich hier gerade eine Mücke gehabt, ey. Boah. Ich hol dir diesen Impfstoff. Okay, Jill wurde infiziert und wir müssen jetzt halt diesen Impfstoff finden. Ja. Machen wir mal noch ein bisschen und ja, dann machen wir auch nicht mehr. Was haben wir hier? Stungel? Jetzt. Muss im Labor oh, nehme ich auch mit. Für den Fall der Fälle. Carlos over. Jetzt sind wir in so einem Krankenhaus, oder? Ja, hier ist die Lobby. Ich guck mich hier mal weiter um. Spencer Memorial Broschüre. Willkommen im Spencer Memorial Hospital. Das Herz der Gesundheitsfürsorge in Raccoon City, die Spitze der Wirtschaft. Das Spencer Memorial Hospital wurde von der Spencer Foundation akribisch geplant, um als tragende Säule der medizinischen Versorgung in der Region zu dienen. Neben unserer hochmodernen Ambulanz und der gräumigen Bettenstation verfügen wir über eine der größten Forschungsstationen des Landes, in der wir klinische Versuche mit neuen Medikamenten durchführen, die die Medizin in den Vereinigten Staaten auf der Welt reformieren werden, ja, wie zum Beispiel Corona. Sind wir hier? Ach, da brauche ich das Dietrich. Das ist interessant. Ich habe keine Zeit dafür. Hau ab. Zombie. Mann. Mehr aus. Nicht mehr normal.
So. Jetzt bleibt bitte beide da liegen. Geht doch. Meine Güte. Ja, noch einer. Geh drauf. Ich finde das Sturmgewehr so geil in dem Spiel. Mir gefällt's. Was ist das hier? Rotes Kraut, sonst haben wir hier nichts. Schon kommen auch wieder diese komischen Pflanzenmänner. Wette ich hundertprozentig. Vor allen Dingen, was ist hier passiert? Da ist was drin? Was ist bitte hier nur geschehen? Alter, das ist ultra krank, was hier passiert. Kastenrekorder? Was ist da drauf zu sehen? Pflegetagebuch, 25. September. Jeden Tag bringen sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht. Deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus dem näherten Platz. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode. Und das ist noch nicht alles. Was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht von normalen Bestattungsdienst mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Ja, gute Frage.